Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Xarok. Und zwar bin ich heute etwas begegnet im Drogeriemarkt. Und zwar das da, ein trendiges Formen mit Farbe Blau. Ihr wisst ja, Blau ist meine Farbe. Und ich bin eigentlich kein Fan, also weder von krass Style oder sonst irgendwas. So sieht das aus. Und das ist eine krasse Farbe. Das hat eine richtig krasse Farbe. Und das schmierst du dir jetzt in die Haare? Das schmiere ich mir jetzt in die Haare. Da bin ich mal gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt vernünftig mache. Oh, das ist voll weich. Das ist da voll fest, also, aber das ist voll weich. Ich mache jetzt mal einfach mal so bis... Warte mal ein bisschen mehr. So. Das ist so nicht... Hau raus, das ist voll krass. Als würde ich hier mit Knete oder so. Jetzt bin ich gespannt. Vor allem, ich habe schwarzes Haar, ne? Also... Bin ich gespannt. Ich bin zu groß, oder? Ja, ich bin zu klein. Es wird blau. Definitiv. Ein dunkles Blau, kein helles Blau. Aber ich habe, glaube ich. Aber das ist schwierig. Man muss ja viel nehmen, sonst sieht man ja nichts von dem Blauen. Aber dann sehen deine Haare so strähnig aus, gell? Ja, genau. Deswegen ist das gar nicht so einfach. Du musst das Blaue von meiner Stirn wegmachen. Ach, ein blauer Stirn ist auch schön. Oder ein blauer Bart. Ein blauer Bart. Oh ja. Probieren wir aus. Also wegwaschen lässt sich gut. Also wenn da sogar was auf die Bettwäsche oder so kommen sollte, geht das eigentlich. Da stand ja auch nicht wasserfest, also das dürfte kein Problem sein. Aber ich denke halt, wenn du damit jetzt so ins Bett gehst, dann wird das definitiv morgen auf dem Kissen sein. Ja, das stimmt. Das ist also eigentlich Quatsch. Oh, wie geil! Oh. Das wird ein neues Markenzeichen. Blauer Bart oder bunter Bart. Jeden Tag eine andere Farbe. Oh Gott. Wie cool das aussieht. Das ist ja krass. Das ist gar nicht so schlecht. Besser als die Haare. Ach du Scheiße, sieht das aus. So, jetzt muss ich das drumherum ein bisschen wegkriegen. Ja, meine Haare sind zu fein für was. Ich versuche jetzt mal schnell meine und dann gehen wir rüber ins Licht und gucken uns nochmal an. Du hast blaue Augenbrauen. Ja, und du hast einen blauen Bart. Das schaut mega geil aus. Also mit dem Bart, das ist gut. Mit meinen Haaren, das ist so, naja. Meine Strähne, also man sieht es gut, aber es ist halt... Einfach nur ein hingeklatschtes Strähnen-Ding. Also hier habe ich immer so ein bisschen, die sind einfach zu kurz für hier und die schauen halt dann hier so raus, was ich eigentlich ganz okay finde. Aber das hier ist jetzt nur noch so ein... Bleh. Ja, ich glaube, wir haben da nicht so die geeigneten Haare dafür. Ja, ich weiß nicht. Da musst du wirklich auf dem Kopf halt ein bisschen längere haben als Mann, die du dann wirklich so stylen kannst. Aber es hat so einen ganz leichten Schimmer. Ja. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht. Also es ist schon, also dein Bart ist mega geil. Mein Bart ist mega blau, ja. Denn zeig doch mal deine Haare. Schau, es hat so einen leichten Blauschimmer, so im Licht. Das sieht eigentlich schon ganz witzig aus. Ja, vor allem jetzt ist es, wo ich es länger geföhnt habe, nicht mehr so extrem strähnig. Also das geht sogar. Also das ist eigentlich okay. Aber mein Bart ist krass, ja. Das gefällt mir. Der ist ultra blau. Du meine Augenbrauen nicht schön. Ich finde die super. Das passt nicht zum Rest. Du bräuchst jetzt noch so Elfenohren vielleicht. Ja. Also das hier ist echt gut, jetzt ist es ein bisschen getrocknet, das könnte ich so mal versuchen durchzukämmen. Aber ja, das wasche ich auch gleich wieder aus. Ja. Ich werde jetzt so streamen. Oh ja. Das sieht schon lustig aus. Ach, das sieht richtig geil aus. Das ist schon faszinierend, ja. Färbt das jetzt ab, wenn man so ein bisschen... Ein bisschen blau ist es schon. Also muss man halt schon aufpassen, so ganz alltagstauglich ist das ja dann nicht. Nee, wobei, aber du kriegst es ja überall ab. Ist ja wurscht. Das stimmt. Und Haare hast du ja normalerweise, langst du ja nicht so oft hin, außer du bist Hey Moritz. Ja, das stimmt. Das ist schon witzig. Ja, ist schon witzig. Also, ja, kann man schon mal machen. In was für Farben gab es noch? Ich glaube, gelb und grün gab es noch. Ja. Rot hätte ich noch gern. Oder pink. Vielleicht gab es auch noch rot. Pink gab es nicht. Aber vielleicht gibt es bei anderen Läden noch andere Farben. Jetzt interessiert mich auf jeden Fall, abgesehen von meinen Augenbrauen, wie gefällt euch Xaroks Bart? Das ist ja übel. Das sieht echt abartig aus. Ja. So. Wie gefällt euch Xaroks Bart? Also ich finde, der hat ein Like verdient. Das sieht mega geil aus. Sieht auf jeden Fall witzig aus, ja. Das sieht richtig cool aus. Mal gucken, ob ich mich irgendwann mal traue, so rauszugehen. Dann mach mal einen Vlog und dann schauen wir mal, wie die Leute dich angucken. Nein.
Ja, witziges Wächschen. Wachs ist das, ja, genau. Und ja, Like da lassen. Ja, also, ich bin der Augenbrauenloser. Augenbrauenloser, versuchst du deine Augenbrauen zu bedecken. Gefällt dir jetzt doch nicht mehr. Ja, bis zum nächsten Video. Tschüss!